Hallo Leute, hier ist Krupp, ich heiße euch herzlich willkommen zu Resident Evil 7. Ich bin ca. 3-4 Tage zu spät zur Party, wie immer, wenn irgendein neues Horrorgame rauskommt. Ich bin zwar irgendwie der Horror-YouTuber, aber ich krieg's nie auf die Reihe, ein Horrorspiel am ersten Tag zu spielen. Diesmal hatte ich nämlich mehr oder weniger gezwungenermaßen eine Pause gemacht wegen ein paar privaten Sachen, aber ist völlig egal. Wir springen jetzt in unser nächstes, aktuelles, super tolles, gruseliges, angsteinflößendes, mich zum Weinen bringenden Horrorprojekte ein. Es wird nämlich Resident Evil 7 sein. Ich habe nämlich vor ein, zwei Monaten habe ich die Demo gespielt, die auf dem PC rauskam. Und die war ziemlich geil. Die fand ich auch ziemlich geil. Und alle von euch wollten, dass wir die Vollversion endlich spielen. Die ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Ich springe direkt ein. Ich habe mir nirgendwo irgendwas angeguckt. Normal, einfach. Okay, ich mach's mal auf normal, obwohl ich weiß, dass normalerweise Resident Evil-Teile meistens sehr schwer sind. Aber ich hoffe mal, normal ist okay. Werden wir sehen und schauen Sie das Intro an. Hey, Baby. Oh, hallo. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Oh. Okay. Das ist Resident Evil sehr ungewöhnlich, weil es mal wirklich eine ernsthafte Story ist. Und nicht einfach nur, hier ist ein Virus und ein böser Mann im Trenchcoat, töte ihn. Das war so gefühlt immer die Story von allen anderen Resident Evil Teilen. Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot, sie lebt, sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht, tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück, wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wait, no. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Okay, entweder war jetzt ein Zeitsprung drin oder wir haben noch ein paar andere Aufnahmen nicht gesehen von eben. Weil sie hat eben nicht gesagt, von wo das war. Okay, ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt, weil es anscheinend mal wirklich eine richtige Story hat. Das haben Resident Evil Teile ja eher seltener. Die scheinen irgendwie zu versuchen, die Reihe wieder komplett zu retten, weil die letzten paar Teile sind ja nicht so gut angekommen und der hier scheint ja bis jetzt extrem gut anzukommen. Ich habe noch nirgendwo irgendeine Aufnahme oder irgendwas gesehen, das heißt, die sind die alle komplett drin, blind drin, was vielleicht ein netter Bonus ist. Okay, ich habe kurz meinen Controller abgeschlossen, weil der irgendwie ein paar Probleme gemacht hat mit der Steuerung hier. Warum auch immer, war weird. Aber jetzt geht alles. Und wir sind in der Nähe von absolut nichts. Wir sind einfach mitten im Wald stehen geblieben, weil ich glaube, hier ist... Ja, genau. Hier ist... Können wir nicht an einem Baum vorbeifahren? Können wir nicht einfach dran vorbeifahren? War das wirklich so schwer? Ethan, really? Kannst du nicht einfach hier zwischendurch fahren? Ging das nicht? Anscheinend nicht, weil das eine Wurzel. An der Wurzel können wir nicht dran vorbeifahren. Okay, wir können schon sprinten. Okay. Ich finde es generell sehr interessant, dass die Macher sich mal gedacht haben, Resident Evil in First Person zu machen. Weil das gab es ja vorher generell eigentlich noch nie. Ich glaube, es gab mal ein Spin-Off oder irgendein Zwischengame, wo es mal First Person war. Mia finden ist unsere einzige Aufgabe. Klingt nach einer guten Aufgabe. Das sollten wir hinbekommen. Das sollten wir hinbekommen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sterben wir einfach. Sehr oft. Ich werde sehr oft sterben. Kannst du irgendjemand von euch an meinen Let's Resident Evil Let's Play erinnern? Ich schätze mal, ich kann hier nicht rein. Muss vielleicht nach unten laufen. Aber da bin ich sehr oft gestorben. Das war sehr gut. Kann ich rein? Das wird nicht gehen, ne? Nope. Das sind Ketten dran. Ethan, das sind Ketten dran. Das kannst du wahrscheinlich nicht aufmachen. Genau. Heilige Scheiße, das Gebäude groß. Warte mal, was ist das hier? Hätte mich auch sehr stark gewundert, wenn das geklappt hätte, aber natürlich nicht. Natürlich klappt das absolut nicht. Und ja, ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht, wo ich euch mal gefragt habe, wie lange ich die Parts zu Resident Evil 7 machen soll, weil ich jetzt ein paar Tage hinterherhänge und es ein bisschen aufholen sollte.
Und wie ich mal schon dachte, wollen sehr viele von euch, dass die Parts recht, recht lang werden. Also zwischen 40, 50 Minuten. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch am Ende so 1-Stunden-Parts. Einfach habe ich ja beim anderen Resident Evil auch gemacht. Werden wir dann sehen. Oh. Surrogates Episode 17. Projektvorschlag. In ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. Das ist ein toller. Schließ dich uns an. Das ist ein toller Vorschlag. Mach das. Richtig gute Idee. Top Idea. Top 10 Ideen. 2017 sind das. Nimm ihre Gabe an. Ja, doch, vielleicht. Weiß noch nicht. Die Grafik ist sehr nett. Die Grafik ist wirklich sehr nett, muss ich sagen. Sieht sehr atmosphärisch aus. Und ich fühle mich wirklich, als ob ich in irgendeinem Hinterwäldler-Sumpf-Dschungel-Waldstück wäre. Irgendwo in der Mitte von Amerika. Sieht wirklich sehr, sehr unangenehm hier aus. Gefühlt gleich irgendein Hinterwäldler an und verprügelt mich und da ist direkt irgendein Typ. Ich sehe meine Füße, ja. Das ist cool. Das ist ja cool. Ziemlich cool. Wenn man seine eigenen Füße sieht, kriegt das Spiel direkt plus 3 Punkte. Da gehe ich wahrscheinlich nicht runter, ne? Hier ist irgendein Mann gerade langgelaufen. Okay. Ich frage mich, ob das Stück, was wir in der Demo hatten, das Demo-Stück, irgendwo in der Story vorkommen wird oder ob das einfach komplett eigen war. Weil da waren wir in irgendeinem Herrenhaus. Ganz kurz. Oh, ist das gerade? Spiel kurz geladen anscheinend. Und. Okay. Komm, willst du das nicht irgendwie hinterfragen oder so? Willst du nicht fucking hinterfragen, dass hier irgendwelche Kuhteile hängen? Mit Sägen daneben? Nein? Okay. Alles cool. Du machst es nicht. What the fuck? Fuck you. Fuck you. Es soll übrigens gefühlt das erste Resident Evil sein, was wirklich, wirklich gruselig ist. Was ich hoffe. Ich hoffe, es wird gruselig. Sonst wäre ich enttäuscht von diesem Spiel. Weil ich möchte Angst haben. Ich möchte wieder richtig Angst haben und weinen. Die Demo war sehr gruselig, muss ich sagen. Ich hoffe, die hier wird auch ähnlich sein. Okay. Okay, die Umgebung ist wirklich extrem atmosphärisch. Ich freue mich drauf. Alter, die Lichteffekte sind nett, ne? Sieht wirklich gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Kann ich übrigens jetzt schon mal sagen, ich werde als Nebenprojekt zu dem hier, nicht heute, weil heute möchte ich noch Verstören bringen. Weil ich weiß, ich habe jetzt eine Woche Pause gemacht, deswegen muss ich ziemlich viele Sachen wieder nachholen. Heute ist Freitag, das heißt Verstören kommt. Werde ich noch ein anderes Game zocken als Nebenprojekt. Das wird Detention sein. Das ist ein asiatisches Horror-Game, was sehr, sehr, sehr gut sein soll. Führerschein. Ich habe einen Führerschein gefunden von... Ist kein Name drauf oder so vielleicht? Nee, anscheinend nicht. Inventar. Steht vielleicht was dran? Führerschein. Mias Führerschein. Warte mal, haben wir das Ding schon angeguckt? Nee, das haben wir sogar nicht angeguckt. Mia Winters, gesendet. Blablabla. Oh. Das ist eine E-Mail an uns. Dulwe Louisiana Baker Farm. Komm und hol mich. Okay. Alright. Auf dem Führerschein vielleicht auch noch was drauf, was wir uns angucken können? Nee, ist einfach eine Führerschein, ne? Okay. Das ist. Interessant, schätze ich. Ich meine, das heißt, die wird hier irgendwo sein. Okay, ich vertraue dem Haus hier nicht. Hinterwäldler-Kackding. Alright, da ist Licht. Hier ist ein sehr netter Schaukel. Vielleicht kann man ein bisschen schaukeln, ein bisschen Spaß. Oh, okay, das funktioniert. Das wollte ich nicht machen. Okay, es wird schon so dunkel, dass ich langsam gerne mal ein Licht hätte, muss ich sagen. Ich hätte hier schon ganz gerne... Warte. Ist das das Haus? Ist das das Haus, das wir aus der Demo kennen, nur tagsüber? Was könnte das sein? Fuck, ist dunkel. Fuck my life. Ich habe eine Taschenlampe, sehr gut. Okay, es ist definitiv das Haus. Das ist aber toll. Das ist aber super. Ah, ich vertraue der Scheiße gar nicht, Mann. Ich habe ein bisschen Angst, gejumpscared zu werden. Es soll jetzt vor allem am Anfang sehr viele Jumpscares geben. So viel habe ich schon bei den Reaktionen von anderen YouTubern mitbekommen. Ich weiß nicht genau, was, wo ist und was sie zu erwarten haben. Das weiß ich nicht. Weil wird das Spiel nicht pausiert, wenn ich... Nein, wird es nicht. Das ist gut zu wissen. Will ich da wirklich reingucken? Heilige Scheiße, ist ekelhaft. Oh, Mist! Gott, mein Film. Mist! Ich hätte meinen Controller ausgeschaltet. I didn't anscheinend. Jetzt habe ich es gemacht. Okay, weil er gerade vibriert und ich habe gedacht, what the fuck war das? Das war super gruselig. Okay. Oh. Oh, das ist echt böse gemacht. Wenn ich hier hingucke, sehe ich da links nicht. Ich muss wirklich in die Richtung gucken mit der Taschenlampe, sonst, erkenne ich ja absolut gar nichts. Ach, ich kann die umwerfen. Heilige Scheiße. Ist da der Vogel wieder drin? Yay. Okay, okay. Ich glaube, das, was wir in der Demo gesehen haben, kommt hier absolut überhaupt nicht vor.
Ja, das wird nicht funktionieren. Oder wir können es überhaupt machen. Ausmachen. Cool, das ist interessant. Ist hier wieder ekelhafte Scheiße drin? Ja. Sehr ekelhafte Scheiße. Sehr, sehr ekelhafte Scheiße. Okay, was ist das hier? Oh, ist das auf dem Boden? Was, eine Ratte? Nee, Dosen, die ich umgeworfen habe. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. The Dolby Daily. Oh, okay. Alles echt dunkel, das Spiel, ne? Es ist wirklich dunkel. Und es macht mich ein bisschen nervös. Okay, dafür brauchen wir Schlüssel. Hierfür auch? Das können wir aufmachen. Da drin ist... Keine Ahnung, was zum Fick das sein soll. Kann ich das mitnehmen? Alter, hier die ganze Geräusche hier, das ist echt gut gemacht. Kann ich keine Gegenstände mitnehmen? Ich meine, das ist einfach ein Stück Papier. Vielleicht soll ich das irgendwie... Nein? Okay, gut, dann lass liegen. Who cares? Ist nur Papier, ne? In einem Horror-Game, in einem Puzzle-Horror-Game. Wir brauchen bestimmt keine Gegenstände irgendwo rumliegen. Nee, scheiß drauf. Ach, da ist ein Schlüssel, den werde ich wohl nicht brauchen. Lass ich liegen. Fuck it. Okay. Mann, ich traue der Scheiße nicht. Oh, ich kann schon hoch, ne? Okay, cool. Da war nichts. Bin jetzt vielleicht schon ein bisschen nervös. Ein bisschen zu nervös, als ich vielleicht sein sollte. Das ist super. Ich gucke erstmal oben. Bitte, ich hoffe, die Puppen sind nicht hier. Die Puppen sind nicht hier. Großartig. Sehr gut. Geht das? Keine Reaktion. Great. Da können wir auf den Dachboden, soweit ich weiß. Und hier können wir speichern? Yes, wir können speichern. Wir haben immer noch die alte Speicherfunktion von früher. Okay. Klassisches Resident Evil Spiel, was das angeht. Verfallenes Haus. Wahrscheinlich müssen wir gleich abspielen. Und möglicherweise kommen wir dann in die Demo-Sequenz rein? Kann ja sein, ich weiß es nicht. Mann, vielleicht hätte ich mich vielleicht ein bisschen informieren sollen, sonst würde ich ein bisschen mehr wissen. Aber wie gesagt, ich gehe komplett blind in das Spiel hier rein. Und ich hoffe, nicht zu viele von euch haben es jetzt schon irgendwo anders gesehen und wissen ja schon zu viel. Weil ich werde es komplett durchspielen. Ich werde es täglich machen. Wahrscheinlich halt wirklich irgendwann 1-Stunden-Parts. Damit die Atmosphäre sehr gut sind. Ich werde mir auch ein bisschen Zeit nehmen. Versuchen alles zu erkunden, was geht. Außer gegen Ende, wenn wir vielleicht die ganze Zeit sterben werden. Oh, das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Okay, das gefällt mir nicht. Das ist meine Frau, Freundin, Schwester, Freundin, Mann. Unsere Ehefrau war das, genau. Schwester wäre ein bisschen ekelhaft, wenn sie sagt, hier die 1000 Küsse und ich liebe dich. Aber hey! Passiert da was? Zum Glück ist runtergefallen, bevor du eine Hand da reingemacht hast, ne? Die wäre sonst jetzt sehr kaputt. Das ist eine Käfigtür von einer Zelle oder sowas, glaube ich. Ich habe die ganze Angst, irgendwas hinter mir passiert, ne? Das ist richtig schlimm. Das Bild haben wir schon angeguckt. Hier ist... Das sind wohl die Eigentümer. Das ist der Typ aus der Demo, dieser alte Sack, den wir nicht, noch nicht mochten. Oh, das Ding können wir jetzt schon machen? Ich mach's aber vielleicht mal noch nicht, weil... Das ist, soweit ich weiß, der Weg hier rein. Ich weiß, es ist halt schon das Haus, was wir in der Demo spielen konnten. Das heißt, ich kenne mich hier vielleicht schon ein bisschen in der Umgebung aus, aber gib mir 5 Minuten, ich weiß überhaupt nicht mehr, was passieren wird. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Derelict House, Juni. Mhm. Es ist, glaube ich... Ist es die Demo-Sequenz? Yes, okay. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Ich finde es super cool, wenn das Spiel... Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Coole Idee. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Klingt super. Verzückt. Ich fände es super, wenn die diese Mechanik mit den Tapes länger im Spiel behalten würden. Dass man halt öfters irgendwelche Flashbacks hat, indem man sich diese Tapes anguckt. Weil die sind sehr, sehr unheimlich und gruselig, finde ich. Ich finde das geil. Ich stehe drauf. It's awesome. Good stuff. I like this. Laufen wir? Okay, los geht's. Come on, mach die auf, komm. Mach mal Platz da. Jetzt kommt der wahre Mann-Move. Ein wahrer Mann. Nach dir? Dankeschön. Oh, nicht. Pisser. Sag mal. Gut. Diesmal in der Hölle. Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Nichts. Scheiß drauf. Ich hab nichts gesagt.
Worum geht's hier, André? Ich dachte, das wäre das Gesicht da oben, heilige Scheiße. Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Moment mal, 3 Jahre. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Okay, das ist weird, weil... Ach, Mist! Du bist noch eingetreten. Schön. Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Weil auch genau nach 3 Jahren... Oh, wir ja... Gut, dass ich geimpft bin. Ja. Weil auch genau nach 3 Jahren wurden wir von unserer Frau jetzt hingeholt. Ob das was mit den 3 Jahren André, zu tun hat? Was meinst du? Ja, der ist André? Weg. André! What André! Is you? Ja. André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Da lang. Würde ich sagen, weil es gibt keinen anderen wo Weg hier. Der? Echt unglaublich! Ich finde es atmosphärisch das Mal, super ich mit dem gut typ gemacht. Arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Ich bin hier. Keine Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Entwickler smart gewesen sind und irgendwas Gruseliges eingebaut haben, wo man jetzt nicht mit rechnet, wenn man die Demo schon gespielt hat. Was war das denn? Das wäre sehr böse. Hast du es gehört? Das wäre sehr, sehr böse. Ja, ich habe es gehört. Soll ich da reingehen oder gehst du rein? Ich trau mich nicht. Mach du bitte. Dankeschön. André! Wo zum Teufel ist der? Okay. Ich trau der Scheiße nicht. Ich trau der Scheiße André, wo bist nicht. Du, Mann? Du bist laut. Schrei mich nicht so an. Mach mir Angst. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht, wenn man mir Angst macht. Ich arbeite nicht so gut unter Druck. Was findest du das schöne Ding hier? Oh, heilige Scheiße, was ist das? Von Geräusch überall. Ich find's lustig, dass er das sofort findet. Soll das ein verdammter Witz sein? Und wenn wir es zum ersten Mal spielen, es nicht sofort finden. Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Dunkel hier, heilige Scheiße. Fuck, ich guck, wenn ich nach hinten gucke, ich sehe einfach gar nichts. Ah, das ist gruselig. Das sieht aus, als ob ich Outlaw spielen würde und keine Batterien mehr hätte. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Gefällt mir nicht. Okay. Kann ich irgendwas machen? Wie wär's, wenn du runtergehst? Du zuerst. Fuck you. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Natürlich, klar. Also... Du zuerst. Natürlich brauchst du. Das ist genau das, was du brauchst, Kumpel. Ich weiß. Nichts anderes brauchst du mehr als eine schöne Einstellung, wie du die Leiter runterkommst. Deswegen schickst du uns jetzt in den Tod. Du bist ein sehr netter Mann. Oh, ich trau dem Kack nicht. Okay. Was siehst du? Was ist? Schreien. Hi. Alles cool bei dir? Kumpel? Alles. Oh, der Arme. Guter Beat. Okay. Gut. Das war schön, um uns ein bisschen aufzuwärmen. Jetzt sind wir aufgewärmt, haben Spaß und Freude. Mann! Fuck ja, da hast du recht mit. Da hast du richtig recht mit. Da hast du sehr recht mit. Scheiße, okay, gut, dann. Gehen wir auch mal runter. Oder sollen wir erstmal vielleicht woanders hingehen? Ist das smart, da hinzugehen? Ich weiß es nicht. Sollen wir erstmal zurückgehen? Okay, ich guck mal kurz, ob ich erstmal zurückgehe. Bevor ich da reingehe. Vielleicht finde ich hier irgendwas. Können wir nicht raus? Nein, wir können gar nicht gehen. Okay, gut, dann hatte ich das ja wohl erledigt. Dann gehen wir jetzt wohl erstmal da unten hin. Da, wo wir sterben. Also, gute Idee, oder? Ja, wo können wir sterben mal zusammen? Das klingt gut. Das klingt sehr, sehr gut. Fuck my life. Können wir jetzt runter? Nein, sag mir nicht, wir können runter. Oh, du, ihr Arschlöcher. Ihr miesen Wichser. Ihr miesen Wichser. In der Demo hat man den Schlüssel gefunden und muss jetzt abhauen. Fickt euch. Nein, nö. Ich trinke jetzt meinen Tee. Ich gehe nicht runter. Ich glaube, ich mache jetzt für jede Folge Resident Evil immer einen fucking Tee, weil ich sehr viel Angst haben werde. Kannst du nicht nach unten gucken, Mann? Willst du nicht gucken, was da unten hier ist? Scheiße.
Au. Fuck you. Das heißt, wir können nicht mehr hoch. Verdammt. Fuck, 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 fuck. Okay. Okay, das, hier ist der Typ gestorben. An dem Rohr. Hier, da. Da ist sogar noch fucking Blut dran. Das ist schön. Das ist sehr schön. Oh, fuck. Okay, genau vor sowas hatte ich Angst, dass die irgendwas anderes machen in der Demo, wo man sich in der Demo dachte, oh, danke, zum Glück muss ich da nicht runter und jetzt, fuck you. Viel Spaß da unten. Na ja, sind wir unten. Sind wir offensichtlich sehr weit unten. Oh, fuck mal, ich gehe nicht durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt... Da ist was. Da hinten ist irgendwas. Oder was? Eine Reflexion von was? Ich habe keine Ahnung. Hä? No! Das dauert zu lange! Ich trau der Scheiße... Schöne Wasserphysik. Immer ans Positive denken. Die Physik vom Wasser ist sehr echt. Trink noch einen Schluck Tee, dann entspanne ich mich ein bisschen. Ne, ich mach's lieber nicht währenddessen. Sonst verschütte ich so meinen ganzen Körper und weine, dann wird's heiß. Das ist keine gute Idee. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, hi, Kopf. Ah, das ist der Kameramann. Hi. Dir geht's gut? Ich hoffe, dir geht's gut. Dir geht's... Tutti frutti, super. Alles frisch? Wahrscheinlich nicht. Du bist nämlich voller Maden. Ich höre Schritte. I don't like this. War das einmal meine eigenen Schritte? Ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht schön. Kein schönes Geräusch. I don't like. Ich will raus. Oh, fuck you. Oh, ein Gefängnis ist er. Ah, irgendwas ist da hinten. Cool. Warte mal, wie sollen wir überhaupt offiziell hier hinkommen? Die werden doch wohl kommen jetzt mal. Ah, wahrscheinlich war da drunter ein Weg, der noch nicht voll geregnet war vorher. Kann ich hier irgendwas machen? Ey, es ist wirklich unglaublich dunkel. Ich sehe so wenig. Das ist übel. Das ist gefühlt gar kein Resident Evil. Das ist einfach ein komplett anderes Spiel. Oh, ich habe was umgeworfen. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Das war nicht absichtlich. Definitiv nicht absichtlich. Oh, Licht. Das war schön. Das war gerade ein Speicherpunkt. Okay, kann ich irgendwie rein, diese Zelle? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Nein, kann ich nicht. Okay, alles cool. Was ist das hier? Mann gemalt, Frau gemalt. Was steht da oben? I'm sorry, Daddy. Oh. I'm sorry, Daddy. All not... Was? I'm... Ich kann es nicht genau lesen. I will not be bad anymore. I'm sorry, Daddy. Okay. Cool. Ich hoffe, dass du dich auch wirklich sehr schön bei deinem Vater entschuldigst, was auch immer du gemacht hast. Vielleicht hast du einen Tee umgeworfen oder sowas. Der wollte den heißen Tee trinken. Das fand er nicht so schön. Bestimmt war es der Tee. Nichts anderes. Bin so niemand umgebracht. Ja. What? Das ist nicht ernsthaft mir, oder? Ich gehe da erstmal nicht rein. Ich traue das Scheiß absolut gar nicht. Obwohl ich hier wahrscheinlich reingehen sollte. Erstmal sieht das ja. Ben, tot. Harold, verwandelt. Arthur, verwandelt. Ist irgendwo eine Mia dabei? Nein, da ist keine Mia dabei. Travis gewandelt, Peter tot. Was war Clancy L? Was heißt L? Bolzenschneider, ist denn gut? Okay. Also irgendwo. Clancy war doch der Typ da. Was heißt denn L? Kann ich es hier mit aufmachen? Ich hab kein gutes Gefühl bei der Scheiße. Ich hab auch so kein gutes Gefühl bei der Scheiße. Hi. Als cool bei dir, Mia? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Daddy? Alright. Wir haben uns 3 Jahre nicht gesehen. Willst du nicht vielleicht irgendwas sagen, wie danke, dass du mich gerettet hast? Und nicht, hey, ist Daddy hier? Wohin führst du mich? Gute Frage. Zu einem sicheren Ort. Dankeschön. Kannst du mir erzählen, was hier los ist? Vielleicht nicht hier. Kannst du gehen? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre?
Heilige Scheiße. Ich meine, ich kann verstehen, dass du wissen willst, was passiert ist, aber vielleicht erstmal hier abhauen. Bitte, bitte, bitte. Was? Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Dankeschön. Wir müssen erst hier raus. Ich habe Angst, irgendwas hinter uns ist. Ich glaube, es ist hier lang. Dann geh. Immer noch so Schuhe an. Sieht nicht aus wie ein Ort, wo man ohne Schuhe langlaufen will. Okay, das ist kein Ort, wo ich gefangen sein will. Ich komme mich so ein bisschen, ob irgendwas ist, was ich einsammeln könnte. Sind das fucking... What the fuck ist das? Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Aber erst müssen wir hier fucking weg. Wir müssen hier entlang. Dankeschön. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen auf ihrer Seite. Kann ich verstehen. Vielleicht erstmal abbauen. Wäre vielleicht eine sehr gute Idee. Ja. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Nein. Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Scheiße, ey. Also, warum... Ah nee, fuck, ich wollte sagen, warum gehen wir nicht wieder zurück, von wo wir gekommen sind? Aber nein, die fucking Leiter ist ja abgebrochen. Sonst hätten wir es sehr einfach. Ich habe so stark gefühlt, dass wir gleich getrennt sind. Das läuft so gut gerade. Dort. Dort ist es. Yeah, no. It's not gonna work. Das wird sowas schon schief gehen. Hier ist es. Ist es nicht. Goodbye. Wait, das ist wirklich... Sieht gar nicht so scheiße aus. Ich kenne diesen Raum. Kann die Tür vielleicht so machen hinter uns? Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Da hinten ist irgendeine Puppe. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. What? E-001? Noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. Vielleicht Testobjekt 01 oder sowas? Weil das war ein alter Typ, der irgendwie in seinem Sitz gestorben ist. Ach, sind meine Schritte, wenn ich mich drehe. Oh Gott, das würde mich noch richtig wahnsinnig machen. Okay. Okay, ist da irgendwas, was ich einsammeln muss? Sonst gehe ich einfach mal weiter. Es ist unglaublich dunkel. Ich sehe gefühlt fast gar nichts. Das ist richtig schlimm. Ich hoffe, für euch ist es ein bisschen besser. Oh, das ist sie? Das ist... Oh, nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Mia? What? Oh. What? Heilige Scheiße, das ging schnell. Das ging fucking schnell! Fuck, okay. Mia? Geht's dir... Wahrscheinlich geht's dir nicht so gut. Wahrscheinlich geht's dir nicht so gut. Das bricht gleich ein. Okay, ist nicht eingebrochen, die Tür ist aufgegangen. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Also... Alright, ich weiß nicht, ob es so smart ist, um Dinge zu folgen. Wo auch immer wir sind. Ich habe ein ungutes Gefühl, dass der Charakter, den wir gerade spielen, sterben wird. Und wir gleich einen anderen spielen. Das heißt, so mehr oder weniger nur das Intro ist. Ich habe ein bisschen Angst. Karte des Gästehauses. Oh, wir haben wirklich eine Karte. Oh. Bad, Wohnzimmer, Küche, Hintereingang, Geheimgang. Oh, hier waren wir schon. Wir sind einfach wieder hier. Okay. Das heißt, wir kommen gleich am Bad vorbei. Ah, jetzt weiß er, wo wir sind. Das ist die Tür, die war... Die Tür war komplett abgegittert und... Stimmt, das war einfach nur ein Gitter in der Demo. Jetzt weiß er, wo wir sind. Okay, okay, hier ist das Bad. Und so weiß ich, das war in der Demo hier irgendwie Munition oder sowas. Für eine Waffe, die es nicht gab. Erste-Hilfe-Spray. Cool. Typisch Resident Evil, was? Erste-Hilfe-Spray. Bin nicht zu Hause. Hör auf. Klopfen. Ist sonst noch irgendwas drin? Nein. Ist nichts. Okay, cool. Shut up. Shut up. Alter, ist laut. Gut. Ich trau der Scheiße gerade nicht. Ich kann nämlich nicht wieder weiter, von wo ich gekommen bin. Soll ich gucken, was da ist?
No. No. No, 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 no. No! No! Ich will... Nee! Ich muss, oder? Fuck my life. Okay, das ist wirklich sehr unangenehm jetzt. Es ist unglaublich dunkel. Oh, fuck my life. Okay. Heilige Scheiße. Kannst du bitte rennen? Ich drück schon. Heilige Scheiße. Was geht ab? Was geht ab? Ja. Warte. Oh mein Gott, okay. Warte. What the fuck, Leute? Aua. Was? Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Was geht da gerade ab? Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Ich bin gerade so verführt. Was zur Hölle bist du, Mia? Unsere fucking Hände sind... Ja klar, dass das reicht. Der hat eine fucking Hand durchbohrt, Alter. Das wollte ich nicht. Fuck, ich Idiot, das wollte ich nicht. Ich Vollidiot, weil ich jetzt beide verbraucht. Ich hab so... Ich hab sowas von beide. Vielleicht brauchen wir auch beide. Keine Ahnung, sehen wir nach Mia sehen. Kann ich irgendwie checken, wie es dir geht? Weil meine Aufgabe ist gerade nach Mia sehen. Und ich finde ich... Fuck you, kann ich gehen? Okay, Control ist aber... Okay, das muss ich... Ne, das mach ich gleich. Bevor ich die nächste Folge aufnehme, muss ich glaube ich echt mal umsetzen. Weil ich drücke sehr oft aus Versehen Control, wenn ich mich hinknien will. Und dafür ist das nicht der geilste Hotkey. Okay, ich kann... Oh doch, jetzt geht's. Lass mich! Heilige Scheiße, das geht ja ab. Bitte nicht nochmal. Lass mich wegrennen. Ich will wirklich. Ich versuch's. Ich werde gehen. Okay, wir schlagen sie. Fuck you. Es tut mir leid, Schatz. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Ich liebe dich über alles. Du bist eine tolle Frau. Wirklich, der Sex war großartig. Du hast mich durchbohrt wie keine andere Frau jemals haben. Oder bist. Ach, oh, Scheiße, Alter. Das war so klar, dass das... Ach du Scheiße, Alter. Das ist ein ziemlich heftiger Anfang. Gegen Mia werden, das habe ich getan. Fuck you. Wäre vielleicht gut, wenn ich jetzt noch so ein Healthkit hätte, was ich eben verbraucht habe, weil ich ein Idiot bin. Aber na gut. Was ist das für ein... War hier eine Tür? Da war eine Tür. Ich wollte gerade sagen, wie kommt man sonst in diesen Raum hier rein? Das Telefon klingelt also, ja? Wenn das Telefon klingelt, muss man rangehen. Hello, my friend. Du hättest echt nicht herkommen wollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Okay. Kein Problem, mache ich. Nein. Ach so, das ist... Oh Gott, das ist... Natürlich rauskommen. Ich habe gerade Panik, dass ich jetzt wieder... Bill sagt mir, Zoe lebt nicht noch. Wait, wo? Au. Mia? Fuck my life, no. Großartig. Ja, war ich eben schon. Hey, ich freue mich. Unsere Frau lebt noch. Ja, hier ist Langlauf, cool. Fuck my life. Ich soll mal hier nachgucken, was drin ist. Ah, hier war ich ja schon. Cool, also... Was ist das?
Ich kann rechte Maustaste drücken, ich irgendwie... Kann ich den blocken? Ich glaube, es ist blocken, oder? Ich glaube, es soll blocken sein. Ich bin nicht sicher. Vielleicht stand es auch eben ganz kurz da und ich habe es übersehen. In der Hektik, wo ich gegen meine fucking Freundin kämpfen musste. Kann ja sein, dass ich vielleicht ganz darauf geachtet habe. Also ich kann mit rechter Maustaste anscheinend blocken. Ich guck mir die ganzen Steuerungen nochmal an und stelle die vielleicht möglicherweise auch um. Was vielleicht ein bisschen hilfreich wäre, bin ich, ist irgendwas drin, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Auf jeden Fall muss ich mein Health Kit, mein Spray auf irgendeine andere Taste legen. Das gefällt mir auf Steuerung nicht so. Okay, über den Dachboden sollte ich rauskommen. Das ist aber ein netter Tipp von der Dame. Das ist ein schönes Bild. Ein sehr schönes Bild. Ob ich den Knopf jetzt aktivieren kann? Wahrscheinlich, was ist das hier? Nee, oder? Nein, das ist nichts. Kann ich jetzt drücken? What? Da muss ich vielleicht doch erstmal das Dinger finden. Okay, speichern. Yes, let's do it. Großartig. Okay. Ein Fehler, den ich letztes Mal bei Resident Evil gemacht habe, ist, ich darf niemals alte Speicherpunkte überschreiben. Vor allem nicht, wenn es irgendwann ein bisschen gefährlicher wird, weil man hat dann wirklich riesige Probleme. Ich konnte jetzt schon Probleme haben, weil ich ein Health-Kit zu viel benutzt habe. Ja, könnte sein. Das wäre sehr doof. Okay, ich muss irgendwo... Sicherungs... War ich das? Ist irgendwas drin? Nein. Ich muss vielleicht irgendwo ein Sicherheits-Dings finden. Ich habe keinen Schlüssel hiervon, ne? Kann ich vielleicht hiermit aufmachen? Ah, ich weiß, was ich machen kann. Bin doof. Okay, ist hier was? Fuck my life. Okay, das kann ich auf jeden Fall aufmachen. Ich habe Angst, gleich angegriffen zu werden. Sicherung, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Scheiße, niemals gedacht, dass ich jemals im Resident Evil Spiel wirklich Angst haben werde. Und dem zu bekommen. Meine fucking Frau war da vorne. Rechts um die Ecke. Oh nee, ey, okay. Ich hab Angst. Ich trau der Scheiße absolut gar nicht. Ah nein, ich muss die Sicherung da unten. Oh nee, never mind. Ich muss da unten. Großartig. Bestimmt wird meine Frau nicht da auf mich warten. Schatz, du liebst mich. Du würdest mir niemals was antun. Ich wollte dich nicht töten. Das war aus Versehen. Das war ein Unfall, wirklich, ich schwöre. Okay. Alles gut. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Dass du nicht tun darfst. Sorry. Das Bad verdammt will. Ja, das ist auch. Das auch. Sehr. Hast du gerade ernsthaft versucht, das... Oh, oh, das tut doch scheiße weh, Mann. Hast du eine Kettensäge? Schatz, du das nicht, das wird wehtun. Heilige Scheiße. Komm schon, zieh das Ding aus. Ach, du Kacke, Alter. What? Was zur Hölle? Wir haben so scheiß Arm verloren. Ich glaube, da hätte unser Spray auch nicht fucking geholfen. Wir haben Arm verloren. Unser Arm ist weg. Er ist weg. Wollen wir nicht vielleicht mitnehmen, unsere Hand? Okay, cool. Wir nehmen unsere Hand mit. Gut. Können wir bestimmt wieder rannähen. Irgendwo. Krankenhaus oder so. Heilige Scheiße. Ich dachte, wir drücken mit einem Stumpf da jetzt gegen. Das wäre sehr super. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist noch nie so viel heftiger Scheiß in dem ersten Part von einem Horrorgame passiert wie hier. Okay, gut. Ich mache einen neuen Speicherstand, weil ich habe Angst, dass wir unser scheiß Spray noch brauchen würden. Was wird denn passieren? Würde ich mit dem Spray auf das Ding da drauf halten, dann würde ich meine Hand wieder dran nehmen? Was wird denn passieren? Was wäre passiert, wenn ich meine Hand nicht mitgenommen hätte? Ach du Scheiße.
Scheiße. Gefällt mir bis jetzt echt richtig, richtig gut. Okay, ich kann hier lang oder ich kann da lang. Ich guck mal kurz hier. Okay, ich schätze mal die Tür zu, sein Singen, was wir hier. Okay, ich schaue mich echt in jeder Ecke mal um, weil ich ein bisschen nervös bin. Pistolenmunition für die Waffe, die. Aha. Okay, können wir jetzt. Das ist ernsthaft geholfen. Ich will wissen, ob ich meine Hand noch habe. Kann ich die irgendwie. Sie ist noch warm. Könnt ihr mal angucken, unsere Hand. War ein schöner Schnitt, ne? Das ist ein richtig schöner, gerader Schnitt für eine Kettensäge. Das ist ziemlich nett. Respekt. Heilige Scheiße. Wir haben eine Pistole. Okay, gut. Ah, okay. Mit rechts können wir zielen. Gut, das, das werden wir brauchen. Müssen jetzt unsere Frau abschießen? Hallo, Puppe. Ich weiß, wir werden unsere Frau abschießen müssen. Gefällt mir das? Jetzt ja, sehr gut. Okay, niemand hier. Ah, es war nur die. Okay, gut, alles gut, alles gut, alles gut. Na? Alles ist super dunkel. Okay, ich habe fast auf die Puppe geschossen. Ist nicht so gut gewesen. Wir haben 19 Schuss. Sollte fucking reichen für einen normalen Mensch. Der eigentlich schon hätte tot sein sollen. Hätte wir eine Axt in den Hals geschlagen haben. Okay, in die Schulter. Ich habe den Hals, aber trotzdem. Das müsste wehgetan haben. Ich laufe ein bisschen vorsichtig langsam voran, weil ich hier überhaupt nichts traue. Noch eine Munition. Alter, wir haben fast 40 Schuss, Alter. Oh, was war das? Okay, wo muss ich hier weiter? Was ist das? Kann ich damit? Nein. Von wo kommt das? Kann ich hier reingucken? Nein. Okay, muss ich hier? Ich glaube, ich muss hier zurück. Oh, ich bin nervös. Ich bin sehr nervös, muss ich sagen. Ah, okay, weiter. Kann ich hier hoch? Ja, kann. Das ist eine fucking Kettensäge. Au! Was? Wie? Wo? Wo? Oh Gott! Okay, nachran. Weglaufen! Heilige Scheiße. Bin mir nicht sicher, ob das da wirklich klappt, wie es klappen sollte! Oh Gott, die Geräusche sind so scheiße gut. Tot? Du bist nicht tot, oder? Doch, du bist tot. Okay. Ja, ich liebe dich auch. Offensichtlich sehr. Heilige Scheiße. Können wir die Kettensäge mitnehmen? Warum nehmen wir die Kettensäge nicht mit? Nimm die scheiß Kettensäge mit. Heilige Scheiße. Okay, das war sehr unangenehm. Das war sehr fucking unangenehm. Da kommen wir nicht mehr raus. Okay, was ist unsere Aufgabe? Wir haben keine Aufgabe. Ach du Scheiße. Willkommen in der Familie, Junge. Dankeschön. Okay. Wow. Ich habe richtig, ohne Scheiß, das Kettensägengeräusch von der scheiß Frau direkt hinter mir. Das war eins der unangenehmsten Geräusche, die ich jemals in einem Horrorgame gehört habe. Das war heftig. Darauf erstmal einen Tee. Prost. Okay. Das war übel. Ich schätze mal, das war das erste Kapitel. Komm schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Oh. Dankeschön. Was, wenn wir die Hand nicht mitgenommen hätten? Hätten wir jetzt einfach nur eine Hand gehabt und den Rest des Spiels? Das wäre super gewesen. Ich hätte lieber nur eine Hand. Das wäre cool. Das wäre ein cooler Move. Alright. Wo bin ich? Was zur Hölle? Aufgemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Hör auf, mich abzuwerfen, Spasti. Ich
Es ist gut. Er erkennt gut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reißt. Oh, Alter, so viel. Verdammt, schon wieder. Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Er ist es nicht, er ist es nicht! Halt, verdammte Maul, Margaret! Ich hab das für ihn gemacht! Raus, ihr Vater! Du bist ein Mistkerl! Ja. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl! Er ist es nicht, er ist es nicht! Das wird ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Ja. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Was geht hier ab? Schweine! Ich komme zu dir zurück. Oh. Sag mal, mein Handy. Das Spiel kurz eingefroren aus irgendeinem Grund. Okay, ich glaube, es gab noch nie ein Spiel, wo der Hauptcharakter innerhalb der ersten halben Stunde so aufs Maul bekommen hat. Heilige Scheiße. Wir haben unsere Hand verloren. Uns wird übrigens durch die Hand durchgestochen, die wir verloren haben. Jetzt wurde, ich weiß nicht, was gerade passiert, jetzt irgendwie ins Gesicht reingeschnitten oder irgendwas. Der Frau hier geht offensichtlich sehr... Die lebt noch. Chill. Die lebt noch, die Frau? Die lebt noch, Alter. Aus dem Haus fliehen. Gute fucking Idee. Hier sehen wir jetzt unser Leben anscheinend. Okay, das ist gut. Die haben uns also eine Taschenuhr gegeben, die unser Leben anzeigt. Sehr nett von denen. Sehr fucking nett. Hier trotzdem gerne mein Licht wieder. Nikos Hardware. Säge, Seil, Tierhalsband. Okay. Das ist, okay, gut. Ein bisschen Geld. Okay, was zur Hölle essen die? Sind das einfach Gedärme? Das sind, glaube ich, einfach nur irgendwelche Gedärme von irgendwas, oder? Sehr lecker. Okay, oh. Weiblich, 50er, fleischig. Okay. Also essen die Menschen. Great. Fucking großartig. Aber der hat seinem fucking Sohn die Hand abgeschnitten. Das gibt mir das Gefühl... Ah, oh, die Kräuter gibt's wieder. Typisch Resident Evil. Ich habe das Gefühl, dass denen die Körperteile einfach wieder nachwachsen. Dass denen das völlig egal ist. Dann hat er gesagt, der hat nicht schon wieder. Das ist ein Schuh. Warum kann ich mir den... Hallo Schuh. Ein sehr schöner Schuh. Da kann ich raus, schätze ich. Ich will nicht allein gehen, von wo die gekommen sind. Ich habe das Gefühl, das ist eine sehr beschissene Idee. Deswegen gehen wir jetzt hier runter. Ah, okay. Ich muss zurückgehen, irgendwas holen, um das hier wieder aufzubekommen. Großartig. Und ich habe es mir überlegt, ich werde jeden Part von dem Spiel circa eine Stunde lang machen, weil ich merke, das ist atmosphärisch viel besser. Wir sind jetzt nämlich gerade so bei 40, 15 Minuten. Jetzt mache ich nur ganz kurz und dann mache ich, glaube ich, auch einen Cut bis zum nächsten Speicherpunkt und dann werde ich hier... Ach so, okay. Das ist die Tür. Garage. Will ich da runter? Ich weiß nicht. Ich will erst ein bisschen umschauen. Ich hätte erstmal ein Licht oder sowas. Ich habe nicht mal einen Schlüssel hierfür. Ich hätte nicht mal einen Schlüssel für das Haus, wo wir eben waren. Das ist nicht gut. Vielleicht kann ich hier da nochmal zurück später. Man muss dann irgendwie gucken, ob ich da drin irgendwas holen kann. Alter, das Haus ist ja groß. Auf der anderen Seite verschlossen. Kann ich hier nicht einfach... Nein, kann ich nicht. Okay, heilige Sch... Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? In die Garage? Nach unten? Ich geh nach unten. Ich geh nach fucking unten. Okay. Ich kann mit irgendwas zerstören. Gut. Garage. Scheiß drauf. Nach unten. Okay. Ich will nicht für den Spaß hier erwischt werden. Der ist sehr schrecklich. Klebern. Alter, hier ist alles gesichert. Ich kann nichts machen. Komm bitte nicht hier runter. Komm einfach nicht hier runter. Ich verstecke mich in der Ecke. Vielleicht sieht er mich ja nicht. So wahrscheinlich. Kann aber klappen. Ich weiß nicht, wo der Typ langläuft. Ich gehe mal davon aus, er patrouilliert jetzt einfach das Haus die ganze Zeit. Wenn der hier langläuft, gehe ich nach unten. Der kommt hier definitiv. Wo ist der kleine Scheißer hin? Ich
gucke gleichzeitig rechts durchs Fenster und links durch die Tür, dann sehe ich einfach, wenn er kommt. Ich höre seine Schritte. Okay, fuck. Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde... Guck einfach nicht hier unten nach, Mann. Komm einfach nicht hier unten hin, bitte. Ich kann überall gucken, aber nicht hier. Ich glaube, es ist mir vorbeigelaufen, oder? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Und dadurch, wer gerade die Tür aufgeschlagen hat. What? Wie schnell ist der? Aua. Lauf weiter. Lauf weiter. Mit Space kann ich blocken, ist gut zu wissen. Ich hab irgendwas eingesammelt. Ich hab keine Ahnung, was. Hab ich abgeblockt? Ich glaube, ich hab abgeblockt. Da war irgendwas neben mir, ich weiß nicht was. Fuck, da kann ich nicht durch. Wo soll ich ihn lang? Ich sehe nichts. Ah, fuck. Okay, was ist. Ich hab keine Ahnung, was gerade überhaupt passiert ist. Einfach nur zu dunkel. Yay. Junge, du bist nichts. Nur ein Mann ohne eine Familie. Korrekt. Ich bin verwirrt. Was zum Fick hätte ich denn machen sollen? Wo waren überhaupt die letzte Speichersprünge? A und D zur Seite. Aber warum. Also ich glaube, er hätte mich schon erwischen müssen. Das war schon so gedacht. Aber ich glaube, danach hätte ich irgendwie. Okay, das nächste Problem ist einfach mal komplett stealth. Ich versuche überhaupt nicht von ihm erwischt zu werden. Was irgendwie schwer ist, weil er mich sogar da unten gesehen. Vielleicht muss ich hier drin einfach warten. Vielleicht muss ich einfach hier drin warten. Hoffen, dass er. Ich meine, wenn er einmal nach da unten rennt. Wenn er nach da unten rennt, dann kann ich einfach hier langlaufen, ihm vorbei. Das müsste dann klappen. Schätze ich. Okay, dann war es auf jeden Fall jetzt für den ersten Part von Resident Evil 7. Das Spiel ist noch besser, als ich dachte. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es vielleicht doch nicht so gut wird und der Teaser einfach viel besser war. Aber das ist echt richtig, richtig, richtig gut. Und ich freue mich hier auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Lasst bitte einen Daumen nach oben da, wenn ihr trotzdem gehypt seid auf das Projekt. Trotzdem, auch nachdem es jetzt ein paar Tage später kam als bei anderen. Dafür werde ich längere Parts machen. Ich schätze mal, jeder Part geht circa eine Stunde. Der geht, glaube ich, jetzt 50 Minuten. Bei den nächsten werde ich immer so gucken, zwischen 50 und 70 Minuten peile ich an. Das heißt, schön lange Parts, damit ihr euch drauf freuen könnt. Da würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal, Leute. Euer Cropped. Bis dahin. Bye, bye.